Ja, für uns ist es natürlich was ganz Besonderes, mit den Jungs da oben zu stehen. Ich glaube, die Wertschätzung kriegt nicht jede Frauenmannschaft. Ja, das rechne ich sehr, sehr hoch an, dass wir da mit dürfen und da auch geehrt werden. Ja, das ist eigentlich was ganz Besonderes. This is why we have been training, that we can lift this thing up. Yeah! Wie schön wäre das, wenn der FC Bayern auch beide Torschützenköniginnen stellen würde nach der Doppelmeisterschaft? Ja, das wäre wirklich cool. Ich weiß nicht, ob das war schon eine Geschichte bei Bayern, aber natürlich für die Frauen und für die Männer eine Torschützenkanone haben. Große Leistung das wäre, aber ich kann die Drucken nehmen und wir schauen, wie sieht das aus nächste Woche. Ich war letztes Jahr nicht da, aber es ist super und ja, es ist ganz speziell. Immer wieder schön hier zu sein. Letztes Jahr war es schon überragend und dass wir dieses Jahr dann nochmal das bestätigen können, war natürlich unglaublich für uns. Und es ist immer wieder schön, hier mit den Männern auf dem Balkon zu stehen. Wir wollen das jetzt bis zum Schluss noch durchziehen und werden wir auch morgen nochmal unsere beste Leistung versuchen abzurufen. Und ja, dann werden wir auch die Meisterschaft dann entsprechend danach feiern können. Ich meine, wir sind deutscher Meister und das wollten wir erreichen, das haben wir erreicht. Natürlich ist die Stimmung gut, wir sind deutscher Meister und jetzt ist gleich die Schalenübergabe und darauf freuen wir uns jetzt alle. Ja, ich sag mal, ich werde mein Bestes geben, aber wir werden das als Team richtig gut meistern und da jetzt richtig die Sau rauslassen. Wegen mir könnte es morgen schon losgehen mit Champions League, weil es einfach nochmal ein anderes Level ist, eine andere Bühne und da sind wir richtig heiß drauf, ja.